Hallo YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf Hyperframes. Toll, dass du wieder eingeschaltet hast und dich für das neue Video interessierst. Ja, wie du siehst, ich sitze mal wieder vor einer verschlossenen Kiste und am Intro konntest du es auch schon erkennen. Es ist mal wieder Zeit für die Silvester-Reste-Kiste und zwar ist es jetzt schon die vierte Silvester-Reste-Kiste. Ist ja echt heftig. Mein, was für ein Zungenbrecher. Gut, das haben wir hinter uns gebracht. Was hier drinne ist, in welcher Menge, das seht ihr wie immer nach dem Intro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! So, jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und wir wollen einfach mal gemeinsam hier reinschauen, was hier drin ist. Ich weiß bloß eins, die ist ziemlich schwer, die Kiste. Und da sehe ich schon ganz tolle Sachen. Und ihr bestimmt auch schon. Ja, jetzt kommen einfach mal wieder Flashbangs zum Vorschein. Okay, wir gucken noch mal ganz kurz drüber. Die Flashbangs, die hatten wir ja im letzten Video schon. Wer das verpasst hat, da würde ich das Video mal oben verlinken. Und natürlich unten in der Videobeschreibung findet ihr von den Silvester-Reste-Kisten, die ich schon hochgeladen habe, natürlich die Links. Da könnt ihr da mal reinschauen. Bloß noch mal kurz drüber geschaut hier über den ganzen Spaß. Also Flashbangs einmal, Flashbangs zweimal und da haben wir es, glaube ich, auch schon geschafft. So, dann machen wir mal weiter. Haben wir das letzte Mal auch schon geöffnet. Das waren die Santa King von Jorge. Die Bombenrohre, die so einen schönen Feuertopf vorher haben. Die sind auch richtig lustig, die machen richtig Spaß. So, dann haben wir hier der Pegasus. Der Pegasus. Däne. Triple-Effekt Fontänenbatterie. 55 Sekunden Brenndauer, 4 Meter Effekthöhe und Kaliber 25 mm. Einmal anzünden und Spaß haben. So, da gucken wir noch mal kurz. Na, bleib doch mal bitte hier. So, da gucken wir jetzt noch mal ganz kurz hier auf die NEM. Haben wir 165 Gramm auf die ganze Fontäne verteilt. Ja, die macht auch richtig Spaß. Der Pegasus von Däne. So, ihr merkt, ich habe wieder Spaß. Ich kann auch Spaß haben, wenn ich alleine bin. Ja, es ist schön, wenn man sich selber lachen kann. Als nächstes haben wir aus dem Lidl für 2,99 die Laser Brillant Fontänenbatterie. 70 Sekunden Brenndauer, 3 Meter Effekthöhe und Kaliber 18 mm. Auch hier schauen wir nochmal auf die NEM-Grammzahl. Haben wir 134 Gramm NEM. Ja, wie ich finde, nicht schlecht. Klar sind hier an der Seite nur die Hülsen belegt, aber ja, die Batterie ist trotzdem Kult. Und für mich eine absolute Kaufempfehlung. Die macht wirklich Laune. So, als nächstes, das ist aber, oh, das ist auch ordentlich hier, haben wir zwei riesen Vulkane. Ich muss mal kurz gucken. Zweier Vulkan-Set von Weco, 60 Sekunden Brenndauer, ca. 6 Meter Effekthöhe, Xenon. Aha, Xenon. Tja, Nummer 1 und Nummer 2. Mir sagt das gar nichts, habe ich irgendwo mit einem Postenmarkt, oder, Postenmarkt mitgenommen. Jetzt gucken wir hier nochmal auf die NEM-Grammzahl. Bei den meisten ist es eine Mogelpackung, aber hier haben wir tatsächlich auf alle beide verteilt 342 Gramm. Was ich nicht schlecht finde. Klar sind die Vulkane viel zu groß, also es wird wieder bloß hier so ein Stückchen gefüllt sein, aber ja. Ich freue mich trotzdem, die mal noch bei Gelegenheit zünden zu können. So, dann haben wir hier wieder schönes Leuchtfeuerwerk. Ich liebe Leuchtfeuerwerk. Also wer mir eine Freude machen will, ich liebe Leuchtfeuerwerk. Okay, der Hyperframes wird schon wieder total kindisch. Und das mit seinen 37 Jahren. Ja, super. Leuchtspektakel aus dem Lidl. Immer wieder eine Kaufempfehlung. Ich finde das Leuchtset einfach nur klasse. Mir macht es
richtig gaudi. Ich habe das, also ich mag es richtig gerne. So, jetzt gucken wir mal noch schnell auf die NEM-Grammzahl. Wenn der Fokus hier ordentlich fokussiert, das macht der NEM 222 Gramm auf die ganzen Artikel verteilt. Und hier einmal haben wir hier zweimal. Okay, so, dann haben wir hier nochmal zweimal die Santa King. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich die her habe, wo ich die mitgenommen habe. Ja, hat mir ja vor uns schon geöffnet. So, was haben wir denn jetzt hier? Schönes rotziges. So richtig schöne rotzige Lidl-Vulkane. Ja klar, Vulkane ist klar, Hyperfreams. Natürlich meinte ich kubische Kanonenschläge von Beko. Kosten dort 1,99 mit extra lauten Knall. Ja klar, wer es glaubt. Gut, ich habe sie noch nicht getestet. Also dieses Jahr zumindest, die Charge 2017. Wir haben hier 27 Gramm verteilt auf alle 6 Stück. Ja, naja, was soll ich dazu schon sagen? Ihr seht es ja selber. Bisschen ranzig. Gammelt ein bisschen. Mal einmal. Und hier haben wir noch das zweite Mal. Ja. Ich habe es bloß mal mitgenommen, um zu testen, wie die diesjährige Charge ist. Also, es gibt Besseres. Sagen wir es ganz ehrlich, sagen wir es beim Namen. Es gibt Besseres, aber es gibt auch Schlechteres. So, dann haben wir hier nochmal die Discovery. Die ist ja logischerweise auch vom Lidl für 2,99. Für 2,99, das war die Lidl-Neuheit 2016 auf 2017. Kann ich nur empfehlen. Diese Batterien machen auch richtig Spaß. Gut, hier komme ich noch nicht ran. Dann haben wir hier, oh, da haben wir hier nochmal die Laser zum zweiten Mal. Und hier haben wir nochmal die Laser zum dritten Mal. Und hier haben wir nochmal die Laser zum vierten Mal. Ja, keine Ahnung, warum ich die so viel mitgenommen habe, aber ich mag die halt gerne, ne? So, Discovery zum zweiten Mal. Und was haben wir hier noch? Nochmal die Discovery. Sehr, sehr schön. Gut. Haben wir. Jetzt kommen wir zu Neuheiten. Neuheit dieses Jahr. Oh Gott, kann ich die hochheben? Ja. So. Neuheit dieses Jahr beim Lidl, die Daredevil. Also, habe ich nicht schießen können, aus dem einfachen Grund, weil ich einfach wieder so viel hatte und ja, man kann dann halt einfach nicht alles schießen. Wird aber noch, auf alle Fälle wird davon noch ein Test folgen. Die Daredevil, 31 Schuss, 35 Sekunden Brenndauer, ca. 40 Meter Effekthöhe. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier leuchtintensive Knisterkometen mit Blau, gefolgt von imposanten Blinksternen-Bouquets in Rot und Grün sowie großen Goldflimmer-Bouquets mit grünen und roten Spitzen, teilweise in Fächerform geschossen. Alles klar. So, natürlich ist das alles. Natürlich ist das alles auf der Unterseite. Was interessiert. Und zwar haben wir hier eine NEM von 485 Gramm, also fast komplett ausgereizt, den ganzen Spaß. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wer die von euch geholt hat und wie ihr die fandet. Ich bin schon gespannt auf das gute Stück. So, und jetzt haben wir hier noch, oh, jetzt müssen wir aufpassen, weil wir haben jetzt hier Snakebite, den Schlangenbiss. Ja, da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht verletzen bei der Schlange. Spaß beiseite. Oh, auch das ist dieses Jahr eine Lidl-Neuheit 2017 gewesen. Auf 2018. 30 Schuss, Kaliber 25 mm, 25 Sekunden Brenndauer.
50 Meter Effekthöhe. Also die macht schon ein bisschen Palette, die gute. Jetzt gucke ich mal, dass ich das hier nochmal ordentlich eingefangen kriege für euch. So, imposante Knatterfeuertöpfe mit Pfeifen in Rot und Grün, gefolgt von großen Goldpalmen mit Blau sowie fetzigen Popping Flowers, immer in Fächerform und im Wechsel geschossen. Ja, da bin ich mal gespannt, wenn ich die irgendwann mal testen sollte, wie die so ist. Ach, jetzt gucken wir noch mal unten drunter. Natürlich verkehrt drin, sollte es anders sein. So, ich nehme das mal zwischen meine Füße. Ein Schelm, wer jetzt schlechtes denkt. So, NEM sind 371 Gramm. Okay, sogar weniger als bei der Daredevil. Aber das muss überhaupt nichts heißen. Oh Gott. Ich muss es mal hier abstellen. Ja, damit wäre dann die vierte Silvester-Reste-Kiste 2017 auch schon alle oder leer. Für euch dauert es eine Sekunde, für mich dauert es ein paar Minuten, alles umzubauen und euch das ein bisschen schön herzurichten. Dann sage ich mal, bis gleich, ihr verrückten Pyro-Freaks. So, ihr Lieben, jetzt sehen wir uns nochmal zur Gesamtübersicht der Silvester-Reste-Kiste Nummer 4. Ja, wie ihr seht, sind mal wieder sehr schöne Artikel dabei. Neuheiten sind auch jede Menge mit am Start. Hier haben wir nochmal das Leuchtspektakel, die Laser, die Daredevil, die Snakebite, nochmal die Laser, ein paar Vulkane, dazu dann nochmal ein paar Flashbangs und ein paar Jorga Thunder King, die Pegasus, die Discovery und die rotzigen Kubis. Ja, ich denke, ist eine ganz schöne Kiste gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen, dass ihr ein bisschen Freude dran hattet, mit mir gemeinsam durch die Kiste zu schwurfen. Wenn es so ist, dann wäre es natürlich ein Träumchen für ein Däumchen. Und vielleicht hinterlasst ihr mir noch einen netten Kommentar, wie ihr das Video gefunden habt, was ich vielleicht besser machen könnte, was ihr vielleicht sogar für Reste habt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, wenn ihr neu seid, würde ich mich wie immer über ein Abo freuen. Damit unterstützt ihr mich und treibt das Projekt Hyperframes noch weiter nach vorne. Ja, ansonsten bleibt mir nichts weiter zu wünschen oder euch nichts weiter zu wünschen übrig, als mich total zu verhaspeln. Ich fange nochmal an. Ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als euch einen schönen Tag zu wünschen. Mich nochmal recht herzlich zu bedanken, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst bitte nicht zu liken das Video. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten, sagt ihr, euer Hyperframes. Tschüss!